Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir haben heute den 24. Dezember. Ihr seht es schon, die Geschenke warten auf euch. Und ja, wir haben es ja versprochen, dass es heute wieder was Großes gibt. Und das wird was richtig Großes. Also ich habe es vorhin mal spontan zusammengehängt. Alles zusammen ergibt einen Zug von 2,2 Kilometer Länge. Ich denke mal, das reicht fürs Erste. Wir sind tatsächlich nicht 100% fertig geworden, aber 99,99%, also so ein paar kleine Goodies, die wir noch in Vorbereitung hatten, die sind bis heute Abend, also es ist jetzt der 23. Dezember, 21.30 Uhr, sind die nicht wirklich ganz fertig geworden. Das heißt, wir werden sie erstmal rauslassen und dann nachreichen, weil ich denke mal, das Paket reicht euch so auch schon. Und ich weiß, ihr sitzt jetzt alle da, trommelt mit den Fingern und ich muss trotzdem noch einiges vorausschicken. Also zum einen gibt es natürlich wieder gute und schlechte Nachrichten, dann kommen wir gleich dazu. Zum anderen ist ja jetzt die WWW wieder beendet fürs Jahr 2020 und ich möchte gleich vorausschicken, es ist keine Garantie, dass es im Jahr 2021 auch wieder nochmal etc. eine WWW gibt. Also wie ihr gemerkt habt, es war ein Riesensack voller Arbeit. Wir haben ja mindestens 3-4 Monate dran gesessen. Und ja, es war aber trotzdem sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr vergesst euch uns jetzt nicht spontan nach Weihnachten, weil jetzt nichts mehr kommt jeden Tag. Das wollte ich halt noch vorausschicken, also im Namen des gesamten Teams, Banyon, Kaloid, Maverick und ich und unsere lieben Beta-Tester, die auch sehr viel geholfen und mitgearbeitet haben. Also wir alle freuen uns und wir wünschen euch auch natürlich schon mal ein frohes Weihnachtsfest dieses Jahr. Bleibt gesund und spielt Transportfever 2. Nach den schlechten Nachrichten, die ich am Anfang schon hatte, dass wir also nur zu 99,99% fertig geworden sind, gibt es jetzt natürlich noch ein paar schlechte Nachrichten. Die ganz schlechte ist, wenn ihr euch jetzt am 4. Dezember, am 4. Advent von euch, von uns habt ins Boxhorn jagen lassen. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, es ist auf jeden Fall wieder was Weißes mit rotem Streifen. Ich meine, die meisten brechen jetzt in Jubelstürme aus. Die gute Nachricht ist, es ist wie gesagt wieder ein großes Paket geworden und ich würde sagen, bevor ihr jetzt alle einfach zum Download geht und das Video nicht mehr zu Ende schaut, schauen wir mal direkt rein. So, während wir jetzt hier dem schönen Ladebalken zuschauen, kann ich euch noch verraten, es gibt auch ein Video von Maverick, der hat das Ganze auch schon mal verfilmt und ich weiß, die ersten fallen in Ohnmacht. Wir haben hier den größten ICE-Friedhof der Welt und es ist alles der ICE-3 natürlich, wie ihr euch schon denken konntet. Einige sind ja auch Banyons Post, dass er die Schnauze nochmal neu bauen wollte, nicht auf den Leim gegangen anscheinend. Also wir haben hier den wunderschönen ICE-3. Vorne hier die erste Bauserie, die erkennt man an diesen großen Klimaanlagen, der ging ja im Jahr 2000 in Betrieb zur Expo in Hannover. Parkt jetzt hier gerade mit den Türen offen, weil ich ihn angehalten habe. Daneben steht die Klimaschützer-Version, also die aktuellste quasi. Dann haben wir natürlich auch wieder den ganz grünen dabei. Daneben steht dann der 406er. Das ist ja quasi die Mehrsystem-Version, also ihr seht da schon hier die 403er, die haben halt einen Stromabnehmer für Deutschland, die 406er, die haben hier auf jedem Wagen einen Stromabnehmer für Frankreich, für Belgien, Holland und was auch immer. Also nagelt mich nicht drauf fest, auf jeden Fall, die können ja, glaube ich, 4 Systeme fahren und das ist also auch was, wo ich gesagt habe, da schreien die Ersten sofort auf. Die wollen nämlich, dass die anderen Pantos gehoben sind. Die heben momentan auch tatsächlich nur den deutschen Panto. Also wir überlegen noch, ob wir was anderes einbauen, aber wenn, dann wird das nachgereicht, momentan nicht. Dann haben wir hier den
Europa-ICE, der fuhr 2018 zur Europawahl, war also schön blau, wie ihr seht, hier hieß auch Europa, war mehrsprachig beschriftet, ich zeige euch jetzt nicht alle Wagen, hatte hier auch noch so einen schönen Aufkleber drauf. Daneben steht dann die Klimaschützer-Version, also das normale, was ja auch heutzutage rumfährt. Dann haben wir hier zwei Ausländer, kann man jetzt so sagen, der aus Niederlande von der NS, Netherlandse Spoorwegen, verzeiht mir die schlechte Aussprache, und irgendwie im Jahr 2010 wurde der auch mit diesem NS Highspeed Logo hier gezeichnet. Wer da genaueres zu weiß, ist gerne willkommen, da irgendwas zu hinterlassen. Auf jeden Fall hier haben wir den von NS, den Amsterdam-Zug. Ist sonst genau der gleiche Zug, gehört halt nur der niederländischen Bahn. Dann haben wir hier die zweite Bauserie gleich. Also da ist noch der grüne. Und hier haben wir die zweite Bauserie und da seht ihr schön hier den Unterschied zwischen Klimaanlage der Serie 1, Klimaanlage der Serie 2. Also das ist halt, glaube, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre später. Ne, Moment, 6 Jahre. Entschuldigung. 6 Jahre, 2006 kamen die und da hat sich natürlich die Technik schon wieder weiterentwickelt, weil die Züge wurden ja ursprünglich 97 gebaut und die dann halt ab 2004 oder so. Das heißt, da sind schon wieder knapp 10 Jahre dazwischen. Und da wurde halt die Technik schon wieder viel kleiner, da konnte man schon wieder andere Klimaanlagen bauen und den haben wir natürlich dann auch wieder in Rot und Grün und Klimaschützer. Und nicht wundern, vom 406er gab es dann sozusagen keine zweite Serie, da gab es nochmal eine dritte Bauserie mit irgendwie 4 Zügen, aber das ist, ja, haben wir auch mal weggelassen, also ich denke mal, 12 Züge sind erstmal genug für alle. Die findet ihr natürlich wie immer im Menü. Die gibt es auch nochmal als Fake-Version. Habe ich jetzt hier nicht aktiviert. Aber ihr könnt die gesamten Züge nochmal abstellen. Das hat Guapo für euch wieder gemacht, wie bei den anderen ICEs. Jetzt verlinke ich euch noch das Video vom lieben Maverick. Da könnt ihr euch die Züge nochmal im Detail anschauen. Ein kleines Detail, was wahrscheinlich keiner sehen würde, ist dieser Scheibenwischer. Der ist nämlich, wenn der Lokführer vorne drin sitzt, dann geht er so auf die Seite tatsächlich. Und wenn er, na, haben wir hier einen, der umgedreht ist? Nee. Dann schauen wir uns das auf der anderen Seite nochmal an. In der Ruheposition ist der also mittig geparkt. Und das haben wir halt hier auch umgesetzt. Sprich, wenn der jetzt umdreht, dann springt der Scheibenwischer an die Seite, wie ihr seht. Im Normalfall fährt er da natürlich gemütlich hin. Kann man in TPF 2 nicht machen. Daher springt er da hin. Auf jeden Fall ist auch dabei. Ich habe es, glaube ich, vorher schon alles gesagt. Lasst uns mal wissen, welches euer Favorit war dieses Jahr. Also Tag 1 bis 23 sind in der Wahl. Ich glaube mal, 24 können wir direkt rausnehmen, sonst gewinnt er sowieso. Und ja, würde uns mal interessieren, welches euer Favorit so war die letzten 23, 24 Tage. Und ansonsten, lasst ihn fahren, feiert Weihnachten, habt eine schöne Zeit. In dem Sinne, danke und frohe Weihnachten.